Stunde. Ich bitte Herrn Stadtverordneten Hartmann, die Frage 191 zu stellen. Ich frage den Magistrat, wo soll die neue Skateboardanlage gebaut werden? Herr Stadtverordneter Mulder. Frau Vorsitzende, Herr Hartmann, es gab umfangreiche Standortuntersuchungen. Sie soll auf jeden Fall in der Hauptstadt gebaut werden. Und bisher fokussiert sich auf den Platz 4 Tore, Platz genannt, ganz hinten im Bereich der Straße, weil dort eine Anlage ist, die durch diese Einrichtung sehr gut ergänzt wird. Das ist der derzeitige Stand. Da gibt es Eigentumsproblematiken, Genehmigungsproblematiken. Wir sind auf dem Weg und es gibt aber noch drei andere Varianten, falls es da nicht schief, falls es da schief gehen sollte. Dankeschön. Frau Dr. Janusz mit der Frage 192. Ich frage den Magistrat, wie ist der Stand bei der Entwicklung bzw. Konzeption des Jugendparlamentes? Frau Stadträtin Janz. Sehr geehrte Frau Janusz, sehr geehrte Damen und Herren, es ist richtig, dass wir einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hatten zur Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes. In den derzeitigen oder in der nachfolgenden Situation sich darauf geeinigt worden, vor allen Dingen für Jugendliche ein neues Beteiligungsgremium zu konzeptionieren. Und das Jugendamt hat deswegen Folie 8, das ist so ein Beratungsunternehmen, was sich vor allen Dingen auf Kinder- und Jugendlichen Beteiligungsformate spezialisiert hat, einen Konzeptprozess durchzuführen. Das stand auch damals in dem Antrag. Der Auftrag erfolgte über das kommunale Jugendbildungswerk in Abstimmung mit der Kinderbeauftragten. Und dieses Beratungsinstitut, Folie 8, hat zusammen mit den im Antrag Beteiligten zahlreiche Beteiligungsaktionen mit Jugendlichen sowie mit Multiplikatoren und Multiplikatorinnen durchgeführt. Dessen Zwischenstand im September bei dem Fachtag des Kinder- und Jugendbüros vorgestellt wurde. Da war ja auch umfassend eingeladen worden. Dort wurden unter anderem auch Vertreter und Vertreterinnen aus Marburg-Biedenkopf und Heidelberg eingeladen, um die dort bereits existierenden Jugendgremien vorzustellen und in einen Austausch zu kommen, was da gut funktioniert und was nicht. Sehr unterschiedliche Ansätze sind dort vorgestellt worden. Aktuell finden weitere Beteiligungsaktionen mit einzelnen Gruppen statt und am 3. März, auch das haben wir im Jugendhilfeausschuss berichtet, findet sozusagen als Abschluss des Konzeptprozesses ein Tag statt, den die Jugendlichen genannt haben, wir testen den Gremientag. Dort soll sozusagen beispielhaft im Rahmen eines Planspieles ausprobiert werden, ob das, was sie sich da ausgedacht haben, auch funktionieren würde. Dann wird darüber nochmal ein Abschlussbericht erstellt, der dann zur Beschlussfassung sagen, als Konzept in die Gremien geht. Und zuerst ist geplant, das im Ausschuss für Jugendhilfefragen vorzustellen. Der ganze Konzeptprozess ist eng abgestimmt worden, auch mit dem Stadtschüler-, Stadtschülerinnenrat, so wie es im Antrag vorgesehen wurde. Vielen Dank. Herr Stadtverordneter Völler mit der Frage 193. Meine Frage lautet, wann ist damit zu rechnen, dass die in der Verantwortung des Regierungspräsidenten Kassel zu erstellende zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel veröffentlicht wird? Herr Stadtbaurat Müller. Frau Vorsitzende, Herr Völler, die zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel wird nicht durch das Regierungspräsidium erstellt, sondern durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wir haben da nochmal nachgefragt, das war ja schon letztes Jahr angekündigt. Und die Vorlage des Plans ist angekündigt auf Juli, August 2018. Erste Nachfrage, Herr Stadtrat. Herr Stadtrat, die Stadt wirkt ja bei der Erstellung mit, bei einem Einhalteplan. Wurden denn alle notwendigen Informationen und Stellungnahmen an den RP weitergeleitet, sodass es nicht an der Stadt liegt, dass der Entwurf bisher noch nicht veröffentlicht wurde? Von unserer Seite sind alle Informationen weitergeleitet. Vielen Dank. Herr Dr. Alec Hussein mit der Frage 194. Ich frage den Magistrat, welche Maßnahmen ergreift der Magistrat bezüglich der Pflege und Erhaltung des weiteren Blumarktes? Und sagt es auf dem Wehrleiterwochenmarkt. Frau Stadträtin Völler. Auf dem Wehrleiterplatz. Frau Vorsitzende, Herr Dr. Alec Hussein,
Auf dem Wilhelder Platz stehen zwei WOMAG-Installationen, der WOMAG-Brunnen und die WOMAG-Infosäule, die in der Frage als das zweite WOMAG-Kunstwerk bezeichnet wurde. 1987 wurde der WOMAG-Brunnen ausgelobt und durch einen Wettbewerb der Stadt dann entsprechend im Kunstbeirat positiv beschlossen. Der Brunnen befindet sich im Eigentum der Stadt und wird bei Bedarf auch durch das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung entsprechend gereinigt. Die WOMAG-Infosäule wurde 2007 auf Initiative der AG Wilhain in Kooperation mit dem Ortsbeirat Wilhain errichtet. Die Stadt Kassel hat nach dem Beschluss des Kunstbeirates lediglich die Aufstellung der Infosäule im öffentlichen Raum befürwortet und beschlossen, Magistratsbeschluss vom 18. Juni 2007. Von Anfang an wurde dabei vereinbart, dass die Stadt Kassel nicht für weitere Kosten aufkommen soll. In einem Gespräch, ebenfalls im September 2007, wurde das mit der AG auch entsprechend so noch einmal bestätigt. Ausnahmsweise hat sich die Stadt Kassel mit dem Magistratsbeschluss vom 19. November 2007 damit einverstanden erklärt, dem Ortsbeirat Verfügungsmittel in Höhe von 6.789 Euro für die Begleichung der offenen Forderungen gegenüber dem Künstler, Herrn Professor Brumack, zur Verfügung zu stellen. Der Ortsbeirat hat in den letzten Jahren mehrfach die Initiative unternommen, eine Übernahme der Reinigungskosten durch die Stadt Kassel aus Kostengründen entsprechend zu erlangen und wurde dabei immer wieder auf die AG Wilhain verwiesen. Der Magistrat hat grundsätzlich keine Maßnahmen bezüglich Pflege und Erhaltung der Infosäule zu ergreifen. Wegen der Dringlichkeit der Reinigung wird das Kulturamt aber ausnahmsweise kurzfristig einmalig die Reinigung der Säule veranlassen und die damit verbundenen Kosten entsprechend übernehmen. Auf die Einmaligkeit der Maßnahmen wird aber entsprechend hingewiesen. Erste Nachfrage. Wird diese Einmaligkeit einmal sein jetzt oder wird es einmaliger sein? Sehr geehrter Herr Kortmann, das beantworte ich sehr gerne. Ich habe das neulich auch schon mal im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen getan. Warum beantworte ich es gerne? Weil es geht ja um die Brust. Sprichwörtlich, Herr Kortmann, und wir haben eine ganze Menge getan. Ich sage nur eins vorneweg. Das ist, und deshalb danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das vielleicht auch noch mal kurz anzusprechen. Weil gemeinhin hat man ja den Eindruck, der Magistrat der Stadt Kassel und der Kreisausschuss des Landkreises Kassel sind diejenigen Gesellschafter des Schlachthofes, Kommanditgesellschaft, GmbH und Co. KG, welche über das operative Geschäft verfügen können und sozusagen die operativen Leitlinien in den letzten 40 Jahren, seit 1977 steht der Schlachthof an seinem Standort in Waldau, getan hätten. Dem ist nicht so. Das habe ich im FIWIGO sehr ausdrücklich gesagt und sage es jetzt auch nochmal so. Es ist seinerzeit von den Stadtvätern und von den Verantwortlichen beim Landkreis quasi als im Wege eines unechten Zuschusses Geld dem Schlachthof zur Verfügung gestellt worden, von Seiten der Stadt wie vom Landkreis. Man hat im Gegenzug Kommanditanteile an der Kommanditgesellschaft bekommen. Verantwortlicher Komplementär ist der Schlachthof Verwaltungs GmbH. Man hat aber im Gesellschaftsvertrag verankert, also explizit so im Gesellschaftsvertrag verankert, keine Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung. Man hat also in diesen ganzen 40 Jahren seitens der Stadt Kassel und seitens des Landkreises Kassel keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik beim Schlachthof nehmen können. Ich sage ganz ehrlich, wenn wir als Verwaltung Einfluss hätten nehmen können, dann bestünde diese Situation jetzt nicht. Wir lassen keins von unseren Unternehmen in die Insolvenz gehen oder in die drohende Zahlungsunfähigkeit. Es ist damals so entschieden worden, im Wege eines unechten Zuschusses und im Gegenteil, im Gegenzug wurden Kommanditanteile sozusagen ausgeschüttet. Das wäre im Übrigen heute kommunalrechtlich auch gar nicht mehr möglich, weil wir an der Personengesellschaft gar keine Anteile mehr haben dürfen, sondern nur an der GmbH, steht in der Hessischen Gemeindeordnung so. Und diese Art und Weise des Zuschusses, wie gesagt, 1977 herrührend, dann hat sich natürlich auch der Markt verändert, wenn Sie mal gucken, wie viele inhabergeführte Metzgereien es nach 1977 gegeben hat, wie heute auch das Konsumverhalten von uns allen sich ein Stück weit verändert hat und dementsprechend die
größeren Ketten von Fleischprodukten, sage ich mal, die sie aus zentralen Schlachthöfen und Metzgereivertrieben irgendwo herbeziehen, aber eben nicht mehr hier vor Ort. Und wenn Sie mal gucken, wie viele inhabergeführte Metzgereien es jetzt noch in der Stadtkasse sind, das sind ganze 8 oder 9, das sind unter 10 Betriebe jetzt noch inhabergeführt, nicht Filialen, sondern inhabergeführt in der Stadtkasse. Das hat natürlich zu dieser Veränderung geführt. Erschwerend kommt hinzu, Herr Kortmann, dass obwohl wir den Komplementär, also die Schlachthofverwaltung GmbH, dazu auch schriftlich aufgefordert haben, seit längerer Zeit keinen Geschäftsführer mehr haben, denn der Geschäftsführung wurde laut Gesellschaftsvertrag von dem Komplementär Schlachthof Verwaltungs GmbH gestellt. Die haben aber von sich aus gekündigt, die sind nicht mehr dabei. Wir haben seitens Landkreis, seitens des Magistrats der Stadt Kassel aufgefordert, eine Geschäftsführung zu stellen, wird nicht wahrgenommen. Und im Zusammenhang mit der sich veränderten Lage und den Großbetrieben ist es halt sukzessive und nicht vorgenommene Investitionen, kommt auch hinzu. Es hat meine Augenscheinnahme der Betriebsstätte in Waldau gegeben, kann das jedem mal nur empfehlen. Wer sich da ein Bild und ein olfaktorisches Bild vor allen Dingen der Lage machen will, das ist nicht mehr alles zeitgemäß, sowohl was das Immobilien- als auch das Betriebsvermögen angeht, und es ist über die Jahre leider so entstanden. Wir stehen seit Beginn und wir haben von diesem Umstand der drohenden Zahlungsunfähigkeit zum ersten Mal in der Gesellschafterversammlung, ich sage es nochmal, weil wir kein Stimmrecht haben, zum ersten Mal im Herbst letzten Jahres, Spätherbst letzten Jahres, im November erfahren, indem der zuständige Wirtschaftsprüfer gesagt hat, er wird sein Klarzett hier nicht mehr erteilen können, und stehen seitdem im ständigen engen Austausch mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Braun, Sie haben es aus der Zeitung entlesen können, und versuchen, uns nicht nur gemeinsam mit ihm ein Bild zu machen, sondern auch Lösungen herbeizuführen, wobei uns auch hier, ich sage das nochmal nach der hessischen Gemeindeordnung, Stichwort Subsidiaritätsprinzip, wir dürfen nichts betreiben, was ein anderer Privater günstiger machen kann, und vor dem Hintergrund EU-Beihilfenrecht, also einfach mal einen Zuschuss, um das strukturelle Defizit auszugleichen, ist auch nicht möglich, vornehmen können, sodass wir gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter und möglichen Interessenten, denn die gibt es, privaten Investoren, die nach wie vor sich wirtschaftlich in der Lage sehen würden, hier einen Schlachthof zu betreiben, mit allen Auswirkungen Gespräche mit Ihnen zu führen. Darin einbezogen ist das. Herr Oberbürgermeister, ich darf Sie bitten, Ihre Antwort kurz zu fassen. Ich wollte es nur ausführlich sagen, auf Nachfrage, wenn das so ist unsere besteht, Geschäftsordnung gefasst, dass die Antworten kurz zu halten sind. Bitte um Verständnis. Da wollte ich mal inhaltlich dem Stadtverordneten was kundtun. Darf ich das auch nicht? Okay, bin ich schon ein bisschen merkwürdig, sage ich auch dazu. Aber okay, es wurden mit Interessenten Gespräche geführt und die sind vertraulich, das bitte ich nachzusehen. Und wir haben auch das Regierungspräsidium inkludiert, um hier mögliche Erweiterungen der Schlachtzahl zu erreichen. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge, Herr Kortmann. Nachfrage bitte, Herr Kortmann. Es ist schwer, Herr Kortmann, in Zahlen zu beziffern. Ich würde mal sagen, wir sollten gemeinsam ackern, dass wir es erreichen. Ich halte das für wichtig, würde es mir wünschen. Aber dafür müssen wir noch ein paar Rahmenbedingungen mit den möglichen Interessenten halt bewegen. Da sind wir in enger Abstimmung auch mit den weiteren notwendig zu beteiligten Behörden. Danke. Dankeschön. Ich weise noch mal darauf hin, Herr Oberbürgermeister, das steht in der Geschäftsordnung im § 13 Absatz 5, war jetzt nicht willkürlich, auch wenn es spannend war zuzuhören, aber das ist einfach so. Dann bitte ich Herrn Kalb, die Frage 196 zu stellen. Fragen die Magistrat, der Liberalisierung des Fernbusmarktes Anfang 2013, also vor nunmehr 5 Jahren, sind in vielen Städten Fernbusbahnhöfe entstanden. Warum liegt in Kassel bis heute kein entscheidungsfähiges Konzept vor? Herr Stadtbauer Wagenmüller. Vorsitzende, Herr Kalb, das ist eine längere Geschichte. Ja, aber eine strenge Vorstellung. Ich werde mich entsprechend den Anweisungen der Vorsitzenden begrüßen. Ich bin dankbar für umfangreiche Antworten.
sind die Fragen und die Fragestunde gedacht? Komplexe Frage. Ja, grundsätzlich verfügt Kassel über einen Fernbusbahnhof am Bahnhof-Philippshöhe. Dem ist so und wir wollen diese Situation verbessern. Und es gab seitdem umfangreiche gutachterliche Untersuchungen, wo ein Standort richtig anzusiedeln ist. Dort gab es eine Festlegung, dass das im Bereich des Kreises bzw. Bettenhausen im Bereich des vorderen Bettenhauses stattfinden soll. Und wir sind dort mit Grundstückseigentümern in Verhandlungen, weil dieses Projekt nicht ausschließlich auf städtischem Grund stattfinden kann. Und hier sind wir von bestimmten Gegebenheiten abhängig, an denen wir arbeiten. Und ich bin guter Dinge, dass wir dieses Problem bald lösen. Erste Nachfrage, Herr Kahn. Herr Müller, ich habe die Diskussion, die mir persönlich zu lange dauert, intensiv verfolgt. Jetzt ist es natürlich so, dass im Laufe dieser Diskussion zum Beispiel die Firma Flixbus geäußert hat, dass dieser präferierte Standort nicht ihren Ansprüchen genügen würde. Meine Frage, plant hier der Magistrat nicht noch, bevor er überhaupt einen ersten Spatenstich gemacht hat, am Bedarf vorbei? Definitiv nicht. Das steht der Firma Flixbus frei, sich dazu zu äußern. Und sie kann auch äußern, dass sie irgendeinen Standort gut fände, der aber nach unserer baulichen Untersuchung und Verkehrsuntersuchung nicht taugt. Dann kann ich der Firma zugestehen, dass die aus der Entfernung zu einem anderen Ergebnis kommt. Aber ich vertraue da auf die Untersuchung, die wir gemacht haben. Ich halte den Standort in Kassel-Osten für einen sehr guten, autobahnnahen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut angedienten Standort. Und wir werden bei diesem bleiben, weil das das Ergebnis unserer Untersuchung war. Herr Kalb mit der zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Nolder. Zum Abschluss noch die Frage, wann ist denn mit dem Baubeginn zu rechnen? Der Baubeginn hängt davon ab, also das Erste, das Grundstück muss geschaffen sein. Daran sind wir. Und wenn das Grundstück geschaffen wird, dann wird es eine Ausschreibung geben, weil grundsätzlich die Errichtung und Betrieb eines Fernbushofs nicht kommunaler Auftrag ist, sondern das wiederum von einem Privaten zu erstellen ist. Und somit ist unsere Aufgabe, städtebaulich ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Daran arbeiten wir. Wann er dann gebaut wird, ist das Ergebnis, wie wir für diese Einrichtung einen Investor finden. Vielen Dank. Herr Hartig mit der Frage 197. Frage, welche neuen Erkenntnisse liegen dem Magistrat vor bezüglich der zukünftigen Nutzung des Grundstücks der ehemaligen Wetterstation in der Heidenschutzallee, das Gebäude auf diesem Grundstück, das wird zusehends naturnah verwertet. Herr Stadtbauratmüller. Frau Vorsitzende, Herr Hartig, über die zukünftige Nutzung, die Frage, die Antwort kurz zu halten, liegen uns keine neuen Erkenntnisse. Das Grundstück gehört der BIMA und städtebaulich ist es festgelegt durch einen Bebauungsplan und in dem Bebauungsplan ist eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen möglich und es ist ein Wohngebiet. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, was möglich ist, ob die BIMA in der Veräußerung ist oder nicht, liegt uns keine Erkenntnis vor. Erste Nachfrage. Also entnehme ich dem, dass die Stadt Kassel mit der BIMA noch keine Verhandlungen aufgenommen hat? Nein, haben wir nicht. Aber also rein so, es gibt auch, ohne dass wir einen kommunalen Grund hätten, keinen Anlass mit der BIMA über ein Grundstück zu verhandeln, das wir selbst nicht in Gebrauch nehmen. Herr Getschmann mit der Frage 199. Oder? Nein? Frau Bock als Erste, Entschuldigung, mein Fehler. Frau Bock mit der Frage 198. Ich frage den Magistrat, bis wann wird es wieder eine zeitnahe Bewilligung bei den Unterhaltsvorschüssen durch das Jugendamt geben? Frau Stadträtin Hinz. Frau Bock, beantworte ich gerne. Es ist richtig, dass es bei der Bearbeitung der über 1000 Anträge, die wir bereits bearbeitet haben, und der 2900 Anträge, die zu bearbeiten sind, eine zeitliche Verzögerung gegeben hat. Das war auch in der HNA nachzulesen. Es war aber auch allen Kommunen klar, dass im letzten Jahr das Unterhaltsvorschussgesetz Anfang des Jahres verabschiedet werden sollte. Die Durchführungsverordnung aber erst Mitte des Jahres kam. Wir Gott sei Dank über Städtetag Gremien erreichen konnten, dass sozusagen nicht die rückwirkende Auszahlung möglich war. Wir haben sofort angefangen, neues Personal dafür zu suchen und noch einzustellen und auch weiterzubilden. Und
und auszubilden dafür, weil das Thema Unterhaltsvorschuss ein ausgesprochenes, schwieriges ist. Das heißt, wir müssen bei jedem Unterhaltspflichtigen feststellen, wie weit er unterhaltspflichtig ist, sagen, wie weit Rückforderungen geben können. Und jede Gesetzesänderung, zum Beispiel in der Düsseldorfer Tabelle, führt zu neuen Berechnungen. Schwierigkeit, die in diesem Bereich war, für alleinerziehende Elternteile sicherlich gut, dass wir neue Personengruppen, nämlich alle Kinder und Jugendlichen vom 12. bis zum 18. Lebensjahr neu in den Unterhaltsvorschuss bekommen haben und deswegen diese große Anzahl von Anträgen aufgelaufen ist. Unsere Leute sind eingestellt, sie sind jetzt sozusagen fit für diese Bearbeitung. Die ersten 1000 Anträge sind bearbeitet und wir wollen richtig Gas geben, damit auch die restlichen Anträge so zeitnah als nur irgendwie gehen in die Bearbeitung. Erste Nachfrage. In der HNA stand ja, dass 6 Stellen vorgesehen sind. Sind die inzwischen alle besetzt? Ja. Aber wie gesagt, wir haben erstmal, also sozusagen, die Besetzung der Stelle heißt noch nicht, dass diese Personen sozusagen voll einsatzfähig sind, weil es wie gesagt eine sehr komplizierte Rechtsmaterie ist. Zweite Nachfrage. Wie lange ist denn dann im Moment ungefähr der Bearbeitungszeitraum oder was wäre auch nach Auffassung des Magistrats ein angemessener Zeitraum? So schnell wie möglich, weil die Betroffenen natürlich sozusagen wissen wollen, wie sie oder sozusagen, dass sie an ihr Geld kommen, die im Hartz-IV-Bezug sind, sagen, da ist es eine innere Verrechnung, das ist nicht das Problem. Diejenigen, die Unterhalt bekommen, sozusagen auch erstmal in Abschlägen, sagen, warten natürlich dann hinterher auf eine genaue Berechnung. Aber es kann für einige, also für die Fälle, die leicht sind, geht es schnell, aber für die, die kompliziert sind, wo man auch teilweise in dem Verfahren wird, kann es noch einige Wochen dauern. Okay. Aber die Anträge liegen jetzt nicht auf dem Stapel und werden nicht bearbeitet, sondern wir sind da heftig dran. Okay. Dankeschön. Herr Getschmann mit der Frage 199. Ja, ich frage den Magistrat. Wie bewertet der Magistrat die jährlichen Leasingkosten von knapp 6.000 Euro für eine Frankiermaschine der Flughafen GmbH angesichts eines Portoumsatzes von gerade mal 2.500 Euro? Ja, beantworte ich gerne. Ich werde mein Zeitbudget auch einhalten. Herr Getschmann, das geht nicht ganz schnell. Ihre Zahlen stammen offensichtlich aus dem Wirtschaftsplan 2018 der Flughafengesellschaft. Das sind vertrauliche Unterlagen und ich nehme keine Stellung zu Zahlen aus vertraulichen Unterlagen. Nachfrage. Ja, offensichtlich deutet da aber doch einiges auf ein gewisses Missverhältnis hin. Halten Sie das für wirtschaftlich? Sie verzichten sicherlich auf eine Wiederholung meiner Antwort. Na gut, okay. Die nächste Frage, die Frage 200, wollte Herr Düsterdick stellen. Er ist nun heute nicht da. Gibt es da einen Ersatz oder entfällt die Frage? Ja, kann sie nochmal gestellt. Herr Mijatovic mit der Frage 201. Sehr geehrte Frau Vorsteherin, ich frage den Magistrat, wie ist der Stand der Umsetzung des Dokumenta-Instituts? Herr Oberbürgermeister. Wir sind auf einem, sehr geehrter Herr Mijatovic, auf einem guten Weg. Und zunächst einmal geht es, wir haben ja diese Standortfrage im letzten Frühjahr hier diskutiert und entschieden, aber eine inhaltliche Konzeptionierung aufzusetzen, was ist das Dokumenta-Institut, Archiv, Forschungsbereich, welche Rechtspersönlichkeit, welche inhaltliche Konzeptionierung, da sind wir in enger Abstimmung mit der Universität, mit dem Land Hessen. Und da müssen wir auch nochmal gucken, was ist das im Betrieb, was bedeutet das im Betrieb und wenn wir das alles fertig haben, meine Zielsetzung war bis zur Sommerpause, dass wir es hinbekommen, dann können wir gucken, wie geht es dann weiter und welche Ausgestaltung nimmt denn auch der Körper, an dem bislang festgelegt ist. Erste Nachfrage. Es gab eine Zusage der Uni in der fachlichen Zusammenarbeit, die aufgrund eines Antrags für die Exzellenzqualifikation gelaufen ist. Gerüchten zufolge hat das nicht funktioniert. Frage den Magistrat nach der Art der fachlichen. Wie bewertet der Magistrat die fachliche Zusammenarbeit in Zukunft, wenn dort die Professuren ausfallen? Ich wollte gerade sagen, Gerüchten vertraue ich nicht, sondern eher Fakten. Und wir sind in engen Gesprächen und in enger Zusammenarbeit mit Universität und mit Land Hessen. Und weiteres will ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern, bitte um Verständnis. Weil wir wollen, glaube ich, alle drei, dass das ein Erfolg wird für die Uni, für das Land und für die Stadt Kassel. Zweite Nachfrage.
Zweite Nachfrage. Die letzte Nachfrage bezieht sich noch auf die Wirrungen und Irrungen der letzten Monate mit irgendwelchen merkwürdigen offenen Briefen. Befürchten Sie negativen Einfluss auf den Prozess der Gründung des Dokumenteninstituts? Nein, wir gucken nach vorne, wir haken uns alle runter und dann wird sowohl die Dokumente als auch das Dokumenteninstitut Erfolgsmodell aus Kassel bleiben. Danke. Herr Schäfer mit der Frage 202. Passend zum Karneval, Markus, das ist extra für mich. Ich frage den Magistrat, der Nachbarschaftstreff Südstadt steht offensichtlich vor dem Aus. Was sind die Gründe hierfür? Frau Bürgermeisterin Friedrich. Frau Vorsteherin, Herr Schäfer, bisher wird der Nachbarschaftstreff Südstadt von den Vereinigten Wohnstätten 1889 voll finanziert und getragen von dem Verein Hand in Hand. Die Gründe, die von Hand in Hand angegeben werden, werden in der niedrigen Inanspruchnahme der Mieter und Mieterinnen gesehen. Der Treff wird vorwiegend von der Bevölkerung sehr gut angenommen, aber eben nicht von den Mietern der 1889. Und das sind die Gründe, die der Verein angibt für die Schließung, die angekündigt war zum 31.03. diesen Jahres. Wir haben vom Seiten des Magistrats selber davon durch die Presseberichterstattung erfahren. Wir sind weiterhin auch von dem Seniorenbeirat, schaue ich mal zu Frau Engelke, darauf aufmerksam gemacht worden und es wurde auch im Ortsbeirat diskutiert und seitdem sind wir im Gespräch mit der 1889. Erste Nachfrage, Herr Schäfer. Wie schätzt der Magistrat den Bedarf für ein solches Angebot im Quartier ein? Ja, das eine ist die genossenschaftliche Perspektive und wir von Seiten des Magistrats haben auch eine Perspektive und wir sehen momentan, dass der Treff sehr gut angenommen wird, nämlich von 100 Personen in der Woche und vorwiegend auch von älteren Personen. Deswegen sehen wir schon einen Bedarf in der Südstadt an einem solchen Treff. Zweite Nachfrage, Herr Schäfer. Dann frage ich, was unternimmt der Magistrat, um den Erhalt dieses Angebots zu unterstützen? Wir sind jetzt seit November in Gesprächen. Das letzte Gespräch hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Ich kann insofern etwas Positives vermelden, als dass die 1889 auch bereit ist, den Treff bis Ende des Jahres fortzuführen. Da zeichnet sich eine Lösung ab. Und wir wollen dann gemeinsam an einer Konzeption arbeiten, aber auch die gesamtstädtische Perspektive, was diese Treffpunkte auch gerade für die ältere Bevölkerung anbelangt, dann in diesem Jahr klären. Herzlichen Dank. Schön, die letzte Frage für heute stellt Herr Burmeister. Das ist die Frage 203. Verehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, dass ich auch ankommen darf. Das Land Hessen unterstützt über die Medieninitiative Schule in Zukunft Projekte und Fortbildungsmaßnahmen finanziell für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht sowie die Vermittlung von Medienkompetenz fördern. Ich frage den Magistrat, in welchem Umfang nehmen Kassenschulen und Bildungseinrichtungen an dieser Initiative teil? Frau Stadträtin Jans. Herr Minister, danke schön für diese Frage. Macht es doch deutlich, dass nicht erst mit den Diskussionen des Digitalpaktes, der im Moment auf der Bundesebene geführt wird, das Land, aber auch die Kommunen im Bereich der Medieninitiative und Ausstattung von Medien und auch der Konzeptionierung unterwegs sind. Wir selber als Stadt Kassel haben uns der genannten Medieninitiative Schule der Zukunft von Anfang an daran beteiligt. Das ist ja eine Gemeinschaftsunternehmung zwischen den Schulträgern, dem Land Hessen und den Spitzenverbänden, also dem Hessischen Städtetag. Die Schwalbacher Erklärung im Mai 2001 hat dies als Gemeinschaftsunternehmen tituliert und wir waren von Anfang an mit dabei. Ich nenne nochmal die Ziele: die Erreichung internationaler Bildungsstandards in Hessen, die Anleitung und Motivation zum selbstständigen Lernen, Raum für das Nutzen moderner Technologien im Unterricht als zusätzliche Grundlage lebensbegleitenden Lernens, das Erreichen individueller Förderung und mehr Eigenverantwortung für die Schulen zum effektiven Bewältigen ihrer Aufgaben. Das sind hehre Ansprüche. Bisher hat der Schulträger Stadt Kassel, Landkreis ist nochmal extra, in den vergangenen 8 Jahren in diesem Bereich etwas mehr als 3,5 Millionen Euro eingesetzt. Das Land Hessen knapp unterhalb einer Million.
alle Schulen und Bildungsträger, also auch die Volkshochschule, beteiligen sich sozusagen an dieser Medieninitiative in Zukunft mit größeren oder kleineren Projekten und Ausstattungswünschen und auch Maßnahmen. Erste Nachfrage. Wissen Sie, welche Schulen und Einrichtungen sich daran beteiligen? Wir haben 56 Schulen, wir haben die Volkshochschule mit unterschiedlichen Standorten, wir haben sozusagen Bildungseinrichtungen auch im Bereich der Jugendhilfe. Ich kann Ihnen sozusagen alle 56 Schulen, die sozusagen in diesem Bereich unterwegs sind, beteiligen sich im Rahmen ihrer Medienplanung, die auch im Schulentwicklungsplan niedergelegt ist, an dieser Programmatik. Da hat es ja was mit Ausstattung, aber auch mit Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu tun. Und das kann man jetzt nicht für jede eigene Schule sagen, weil es in den letzten 8 Jahren auch unterschiedliche Wellen an der Stelle gegeben hat. Wir sind aber in diesem Programm sagen sowohl mit der Forderung in Richtung Land Hessen, aber auch Bund dabei zu sagen, das muss deutlich mehr werden, weil für das Thema Digitalisierung der Schulen reicht es naturgemäß noch nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass in der Verhandlung jetzt zumindest zu diesem Thema der Digitalpakt auch mit Geld hinterlegt werden soll, der ja in der Kultusministerkonferenz zwischen Bund und Ländern vereinbart ist. Wir sind konzeptionell darauf vorbereitet. Dankeschön, Frau. Ja, das war die Fragestunde. Vielen Dank nochmal an den Magistrat für die Beantwortung der Fragen.